Ja, willkommen im Waldgarten an der Havel in Zollikofen. Das ist der Waldgarten, wo wir 2017 gestartet haben. Ja, hier haben wir den Waldrand mit den schon verschiedenen Stufen. Wir haben hier Brombeere, wilde Brombeere. Wir haben hier Eschen als Scheitelbaum, Vogelbeere. Wir haben hier die vertikale Schicht mit Hopfen, wo wir auch ein Bier draus machen oder auch die Spitze kochen. Wo auch hochklettert auf die Eschen. Wir haben dort ein bisschen weiter hinten haben wir eine Baumnuss. Wir haben hier als mehrjährige Kultur haben wir Herdöpfel. Das sind jetzt Herdöpfel im ersten Jahr. Sie sind noch nicht so angekommen. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnige Ausbeute. Wir haben Mais. Wir haben auch einjährige Kulturen hier drin. Wir haben Waldbeere als Bodendecker. Das wäre eine andere Schicht. Es hat Fetthennen. Fetthennen wäre das da hier. Wir haben gemeiner Holzahn, wo man Samen kann brauchen, wo man die Blüten kann brauchen, wo man die frischen Triebe kann brauchen. Wir haben eine Linde, wo man die Blätter. Der Baum bleibt klein und tut ihn immer wieder stutzen und kann die Blätter als Salat brauchen. Sehr zart. Genau, nachher haben wir auch immer wieder einjährige Sachen. Zucchetti. Wir haben aber auch hier Pilzrugeli, Zuchtpilz. Wir haben aber beides. Wir haben Wildpilz. Es ist immer eine Kombination zwischen wilden Sachen, die von selber kommen, und Sachen, die wir ins System hineinbringen. Auf verschiedenen Stufen. Also zum Beispiel wilde Sachen, die wir haben, jetzt unter den hohen Bäumen, wäre die zweite Schicht von der Hasel. Das ist eigentlich das, was man in Europa, wenn man gar nichts importiert hat an Pflanzen, dann hat man nur die Hasel. Praktisch an Nüsse tragenden Sorten. Und das wäre eben die Hasel. Genau hier. Nachher haben wir hier Taglilien haben wir. Und was wir überall haben, sind Brennnesseln, die wir als Mulchpflanzen brauchen können, die wir verkochen können. Wo Bodendecker sind gleichzeitig. Unten dran haben wir auch Herdöpfel, die sieht man jetzt hier nicht, aber die decken eigentlich die Herdöpfel zu. Genau. Nachher da haben wir Knollenziest. Das ist eine weitere Schicht quasi unter der Erde, also Knollen. Und auch, was unser Ziel ist, dass wir ganzjährig ernten können. Also das sind auch Sachen, wo wir die Knollen im Winter ernten. Nachher haben wir hier zwei Linien. Also eine sieht man, Wertholz. Eine ist ein bisschen mehr im Gestrüpp innen. Das ist auch von der obersten Schicht, also Canopy Trees für Wertholz. Genau, und das sind Bäume, die wir in 50, 60 Jahren ernten können. Und pro Baum, wenn er schön gewachsen ist, also jetzt, das wäre jetzt eher ein Kandidat, da kann man pro Baum etwa 1500 Franken rechnen. Genau, und Beinwell hier natürlich auch als eine sehr wichtige Pflanze für uns, für Mulch. Also zum Mulchen, für die Insekten, für unsere Bienen, die weiter hinten sind. Also das ist eine weitere Schicht, Tiere im Waldgarten, das wäre eine weitere Schicht, das ist eine achte Schicht fast. Aber man kann so viel kochen, also man kann Blätter kochen, aber auch die Wurzeln. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich dir wahrscheinlich morgen sogar noch der Mensa bringen, vor Schule, vor Hochschule, dass wir da eine schöne Zusammenarbeit eigentlich. Genau, dann haben wir Meerrettich. Und hier sieht man eben die Herdöpfel. Das ist jetzt als Durkultur im vierten Jahr. Und da ist eigentlich der ganze Waldgarten, haben wir immer wieder Standorte mit Herdöpfel, einfach für die Stärke können abzubilden. Wenn wir jetzt den Waldgarten auf Nahrung ausrichten, dann für menschliche Nahrung, dann ist das sicher wichtig, eben, dass man genug Stärke drin hat. Ein anderer Repräsentant von Stärke, aber dann wieder in der Canopy Tree Ebene, die aber jetzt natürlich noch nicht ausgewachsen ist, das ist die Esskastanie.
Das wäre wieder die zweite Schicht eigentlich, also kleine Bäume oder Büsche unter den grossen Bäumen, Pimpernuss, eher unbekannt. Und hier haben wir Pilz, das wäre wieder die unterste Schicht. Da haben wir Glockenblumen, ist jetzt schon ein bisschen vorbei leider. Und natürlich Brennnesseln, Brombeere, Vogelbeere. Genau, das ist unser organischer Materiallieferant, die Weide. Also die kann man immer wieder schneideln. Das ist ein Trieb von einem Jahr. Also der hat jetzt, ich glaube, das sind fast 3 Meter, die er gemacht hat. Vom Februar. Und das heisst, wir brauchen wirklich, das ist eigentlich eine dynamische Agroforstwirtschaft, wo wir hier das System anwenden. Das heisst, dass wir das System düngen mit Pflanzen, die im System sind. Und das wäre so eine, genau. Also das heisst, Februar müssen wir schneideln, bis hier zurückschneiden. Und dann sieht man, wie viel die vorwärts gemacht haben. In der Schweiz, also nicht in den Tropen. Das finde ich schon noch erstaunlich, genau. Gleichzeitig, wenn man es schneidet, oder, gibt es dann Wachstumsimpuls für die anderen Pflanzen, die da drunter sind. Hier unten haben wir auch Herdöpfen zum Beispiel, Zwiebeln haben wir da und oben dran immer wieder die Brennnesseln. Genau, hier haben wir verschiedene Beerenpflanzen. Himbeere, das wäre dann die dritte Schicht. Also kleinere Büsche. Genau, Beerenpflanzen. Da haben wir Wildbirnen. Versteckt. Wir haben hier Felsenbirnen und wieder eine Wulfpflanze. Also die Weide, die uns organisches Material beliefert. Hier haben wir den Baumspinat. Das ist also eine Spinatpflanze, die sich selber aussamet. Und wenn wir da nichts machen würden, wäre alles einfach Baumspinat. Aber das heisst, das sind wirklich Pflanzen, die uns dann auch eine kleine Menge bringen können. Hier unten dran haben wir verschiedene Schnittlauch, Holunderbaum, der kommt, Sonnenblumen, also sollen auch ein bisschen Vögel reinkommen in das System, die quasi unser System düngen. Da haben wir verschiedene Kräuterpflanzen. Das ist Currykraut. Genau, da haben wir Salbei, Schafgarbe, ist jetzt schon ein bisschen verblüht. Da haben wir alles von Spargeln. Spargel, also zwischendrin, aber wir haben noch andere Sachen drin, Palmkohl, Baumspinat. Und dann hat es natürlich auch Wildkräuter wie Labkraut, die man brauchen kann. Königskerze ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber das kann man auch quasi aussamen lassen. Medizinalpflanzen wie Sonnenhut. Da sieht man jetzt auch ein Standort, der etwas besser Licht hat für Mais. Da ist jetzt hier etwas besser gekommen. Hier haben wir Physalis. Das ist dann auch etwas eher November, Dezember, das kommt. Hier haben wir Rain Farm, der gut ist für unsere Herdöpfel, der auch darunter ist, wegen dem Kartoffelkäfer. Das heisst, wenn man doch Kartoffel also Herdöpfel als mehrjährige Pflanze hat, dann kommen wir schon auch. Eben Kartoffelkäfer und so. Und der Reinfahren ist gut gegen die, genau. Schmeckt auch sehr, sehr fein. Ja, und da haben wir Malven, Blüten, aber auch Blätter. Boretsch.